Hallo, ich bin's der Dan. Bevor das Video losgeht, noch dieser kleine Disclaimer hier. Für alle, die wenig Zeit haben. Die wichtigsten Änderungen, was am wichtigsten ist, oder was neu ist und so weiter, kommen hier in diesem Video, sagen wir mal so, in den ersten 10, 15 Minuten. Und den Rest gucken wir uns dann in Ruhe an. Aber für die, die wenig Zeit haben, die ersten 10, 15 Minuten dürften für euch erstmal alles Wichtige bieten. Da gucken wir uns zusammen das Vorwort an, wo alles beschrieben ist, was neu ist. Und meine Eindrücke dazu. Und das sage ich im Video auch nochmal kurz. Deswegen nicht wundern. Ich wollte nur, dass das ganz am Anfang im Video drin ist, damit ihr sofort wisst, okay, ich gucke mir die ersten 15 Minuten an und weiß, was im neuen Bestiarium für Midgard 5 überhaupt neu ist. Auch als erfahrener Midgard-Spieler, der jetzt nicht viele Dinge no nochmal angucken muss. Ja, das wollte ich nur vorher sagen. Und jetzt viel Spaß mit dem M5 Bestiarium. Ciao. Hallo Leute, ich bin's der Dan und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Video. Jawohl, heute was ganz Besonderes, denn es ist wieder mal soweit. Das Midgard-Regelwerk, die fünfte Edition, wird um ein neues Produkt erweitert. Und das hier, das ist das alte. Das habe ich hier vor gar nicht so langer Zeit mir organisiert. Und das ist 384 Seiten stark. Das Bestiarium. So wird es bei Midgard genannt, wenn Monster ins Spiel kommen. Ja? Das ist der Monster, das Monsterhandbuch, das Kreaturenbuch, Bestienband, wie auch immer ihr das wollt. Das ist das Midgard-Bestiarium von der vierten Edition. Über 300 Seiten. Ich habe gestern in einem Video, an dem ich gesagt habe, dass das Bestiarium jetzt rauskommt, habe ich mal so ein bisschen so gegeneinander gestellt, was rausgeflogen sein könnte. Und heute werden wir Gewissheit haben. Heute das Midgard 5 Bestiarium ist hier in voller Pracht, in voller Farbfrohigkeit. Und ich muss jetzt sofort sagen, für alle Leute, auch im Midgard Forum und sonstige Dinge, mit denen ich geschrieben habe, das jetzt gedruckt zu sehen mit den Kontrastfarben und so weiter, ist nochmal was ganz anderes als nur das Bild im Internet. Na, wir haben ja dann eine kleine Diskussion gehabt, wie es aussieht und so. Ich muss sagen, gedruckt sieht es wirklich schick aus. Also auch das Motiv, okay, es ist natürlich sehr bunt. Dazu kommt natürlich, ne, schwarz. Also das ist die einzige Farbe für mich, ne? Schwarz ist das einzige. Dementsprechend sind so bunte Sachen für mich immer so ein bisschen ein Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ich jetzt das so gedruckt hier habe, das sieht schon ganz schön aus. Ja, und das Einzige, was jetzt so richtig futschbunt ist, ist natürlich hier dieser Schwanz. Ne? Das ist ja hier so eine Meerjungfrau, Nixe, was auch immer. Hier diese Fee, na gut, jetzt hier mit dem, das ist vielleicht ein bisschen zu viel hier mit dem Greif und mit dem hier, mit dem Zauberstab oder dem Speer mit dem kleinen, ja, gut. Aber ich muss sagen, jetzt hier, wenn ich es gedruckt hier habe, sieht es wirklich nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Ne? Ich dachte, es ist einfach so kindisch. Aber jetzt, wo ich das hier so gedruckt sehe, sehe ich, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Ja. So, wir gucken rein. Ich werde jetzt es folgendermaßen machen. Wir werden in Ruhe mit einer Tasse Kaffee, die ich jetzt hier schon vorbereitet habe, werden wir das Buch uns durchgucken. So, ne? Aber für alle Leute, die jetzt keinen Bock haben auf so lange Videos und Gedöns, werden wir dann schon direkt am Anfang die wichtigsten Dinge natürlich wegballern. Ja? Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß, das ist für mich eigentlich negativ, weil die Leute sollen dranbleiben. Das ist bei YouTube so ein Ding. Ne? Also meine Videos werden halt besser, wenn oder besser gesehen, wenn halt eine längere durchschnittliche Wiedergabedauer ist. Aber es bringt ja alles nichts. Wir sprechen also hauptsächlich über das Vorwort und so die ersten Kapitel. Also die Leute, die wenig Zeit haben, die wichtigsten Informationen für euch kommen jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten direkt am Anfang.
Ne? Also braucht ihr euch jetzt nicht nervös werden, auf die Uhr gucken. Auch wenn das jetzt zwei Teile werden. Ja, gucken wir mal. So, da habe ich jetzt gerade noch mal den Hashcode rausgeschnitten. Das habe ich nämlich noch nicht geclaimed. Denn wie immer ist bei Midgard eine Gratis-PDF dabei, die man sich auf Midgard, auf Branwens Bazaar runterladen kann. Wie das funktioniert, findet ihr unter dem Video. Da habe ich schon mal ein Tutorial-Video gemacht, wie man sich diese Hashtags, diese Hashcodes holt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten findet ihr es auf meinem Kanal einfach in der Suche, ne? Wie bekomme ich meine Gratis-PDF bei Midgard oder so? Einfach mal eingeben in die Suchzeile. Aber ich denke mal, ich werde dran denken. Jürgen E. Franke, Alexander Huskes und Peter Kate. Die Namen kennt man, sind in dem Midgard-Universum jetzt nicht die Unbekannten. Und ja, das Index oder das Inhaltsverzeichnis haben wir uns schon angeguckt in dem anderen Video. Ist auch nicht so wichtig jetzt. Da gehe ich ein bisschen schneller drüber. So, Vorwort. Das ist jetzt wichtig für alle Leute, die wenig Zeit haben. Hier wird noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben, was wir hier drin finden werden. Natürlich finden wir diese ganzen Monster und Fabelwesen und Tiere und so weiter. Und das ist wichtig. Der Absatz ist hier wichtig. Wir haben uns die Kritik unserer Spielerkreisen zu Herzen genommen und in beiden Punkten berücksichtigt, wie immer wieder, die immer wieder, die, oh, Entschuldigung, ich bin irgendwie. Und die beiden Punkte berücksichtigt, die immer wieder vorgebracht worden sind. Die Dicke, ja, des Bandes und der beschränkte Nutzen eines Teils des Inhalts für das Spiel. So. Bei der Dicke haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich was getan. Das sind also locker 100 Seiten weniger. So, jetzt die Frage, was ist dafür rausgefallen? So. Und jetzt wird hier beschrieben, das finde ich sehr schön, weil das ist wirklich eine logische Sache und ich liebe Logik, logische Sachen, logische Entscheidungen. Und es sind zum Beispiel Spieldaten für ähnliche Kreaturen rausgefallen. Sprich, hier ist das Beispiel: Antilope, Gazelle oder Gnu. Ja, dafür brauchen wir jetzt nicht wirklich 75 verschiedene Spielwerte. Ja, nur um Material zu füllen oder Platz zu füllen oder vielleicht sogar Platz zu verschwenden. Ich lese das nochmal im ganzen Satz vor. Viele dort beschriebene Tiere haben in Abenteuern nur atmosphärische Funktion und dafür braucht man nicht ausführliche Beschreibungen und Spieldaten für ähnliche Arten, wie zum Beispiel Antilope, Gazelle oder Gnu. Das M5-Bestiarium enthält hier exemplarisch nur jeweils eine Tierart. Und das ist das Wichtige. Das gefällt mir sehr gut. Also, ja, Moment. Es gibt noch eine Allgemeinheit, eine andere Geschichte. Das nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, scheiße, ich will aber vielleicht einen zweiten verschiedenen Hund oder so haben. Das bezieht sich nicht auf zum Beispiel Hexerkreaturen oder sowas. Also wichtige, die im Spiel wichtig sind. So, ne? Das geht jetzt nur um die ganze Fluff-Geschichte. Es müssen nicht 75 verschiedene Fische erklärt werden. Ja? Wird ein Fisch erklärt und den Rest kann der Spielleiter sich selbst dann machen, wie der aussehen soll oder was auch immer. Ja? Und hier ist dann die Geschichte, dass die Kreaturen des Vorgängers kritisch überprüft worden sind. Und da gibt es jetzt hier diese vier Richtlinien, nach denen sich gehalten wurde. Erstens, sie stehen exemplarisch für eine ganze Gruppe ähnlicher Tiere. Ja, haben wir das Beispiel Antilope, Gazelle und so weiter. Zweitens, sie haben besondere Kampf- und Verhaltensweisen, die für Abwechslung im Spielgeschehen sorgen können. Ja, wenn ich jetzt einfach nur irgendein Tier habe und es muss jetzt ein schwarzer Panther sein, ja, dann nehme ich mir halt einen Wert vom Tiger, macht den ein bisschen schwächer oder so. Der braucht jetzt keine besonderen Werte oder so. Ja, deswegen besondere ist wichtig, besondere Kampf- und Verhaltensweisen. Drittens, sie sind bei Spielerzaubern beliebte Vertraute. Ja, auch wichtig für den Band. Und sie haben interessante Hintergrundgeschichten, die selbst Anlass für eigene Abenteuer bieten können oder sein können. Und das sind so die wichtigsten Grundsätze, nach denen wurde sich jetzt hier vorgehangelt. Für die ganzen anderen Sachen, die dann dadurch rausgefallen sind,
bleibt dran, da gibt es noch eine schöne kleine Geschichte für euch. Denn die sind nicht weg, die sind weiterhin verfügbar, sind auch überarbeitet und die gibt es auch noch. So, dann haben wir, das habe ich schon in dem Ankündigungsvideo auch gesagt, ich habe es vermutet, dass Geister, Untote und Vampire sind im Dunkle Mächte Quellenband beschrieben worden und entfallen hier. Ja, das bedeutet, die fehlen hier drin. Ich besitze beide Bücher. Das Dunkle Mächte Buch ist nicht so teuer. Das sind dann Vampire, Untote und so weiter drin. Das sind aber auch noch, sagen wir mal, böse Spielerfiguren drin, die man, oder chaotische, die man, oder finstere vielmehr, wie es bei Midgard heißt, die man auch noch spielen kann. Dementsprechend lohnt sich das Buch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin kein Freund vom Verteilen, aber das ist heute der Zeitgeist. Es ist halt, es ist so, es wird ein bisschen verteilt und bei Midgard ist es wirklich nicht schlimm. Ja, vielleicht sind einige von euch dabei, die nur Midgard spielen. Habe ich auch schon ein paar Leute kennengelernt und so weiter, die kennen halt nur Midgard. Und ich sage euch, bei anderen Rollenspielsystemen ist das viel, viel krasser. Da werden ganze Bücher auf 10 verschiedene Bücher verteilt, um Kaufanreize zu bieten und so weiter und so fort. Und das ist bei Midgard nur sehr, sehr gering in kleinem Maße vorhanden. Dementsprechend kann ich da überhaupt nichts Negatives zu sagen. Denn hier sind halt dann halt die Untoten nicht drin. Dafür gibt es einen eigenen separaten Band, aber da sind sie dann auch alle drin und das ist dann auch wichtig. Und natürlich auch noch die ganzen Hintergrundgeschichten, ja, wie diese ganze Geschichte mit Nekromantie funktioniert und so weiter und so fort. Dann, ganz großer Punkt, was habe ich auch schon gehört in Diskussionen, dass Spieler sagen, oder auch Spielleiter sagen, die Kreaturen im Bestiarium sind zu schwach für hohe Grade und so weiter. Und es war eigentlich so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, dass das M4, dass diese Werte, die da stehen, jetzt nicht unbedingt immer 1:1 zu übernehmen sind, auch für größere Figuren, dass man sagt, ja, also dass man die Werte auch ein bisschen nach oben korrigiert. So habe ich das verstanden und so haben wir das immer gemacht. Aber, also jetzt, wenn ich eine stärkere Gruppe habe, dann muss der Ogre ein bisschen stärker sein. Natürlich darf er jetzt nicht mit den Spielern mitwachsen, so wie bei Oblivion oder bei Skyrim, dass dann irgendwie so eine Ratte auf einmal dann nach 10 Stufen immer noch eine Gefahr ist, eine gewisse, sondern es geht dann wirklich um eine leichte Anhebung, dass man sagt, hier, wir haben einen Ogre, den können wir auch, das ist dann ein erfahrener Ogre, der ist dann ein bisschen stärker so, ne? Das funktioniert ja auch alles ohne Probleme. Das wird hierdurch ein bisschen wieder, wird hier geklärt, dadurch, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, erfahrene, legendäre und noch irgendwas, da kommen wir drauf zu, quasi noch so Abstufungen gibt und eine Tabelle, ja, die einfach sagt, was bekommt ein Monster dazu, wenn es erstmal, hier sind alle die Grundvarianten drin und dann könnt ihr noch erfahren und so weiter dazu buchen. Ja? Das heißt, die werden, in manchen Werten steigen sie einfach und die Grundfähigkeiten bleiben aber dann identisch. Ja? Ist super, wunderbar. Und jetzt kommt noch was für alle Leute, die sagen, ja scheiße, jetzt sind aber irgendwelche Sachen rausgefallen, die ich in M4 lieb gewonnen habe und auch in meinen Gruppen gerne benutze und es gibt mir wieder Probleme und hin und her. Es gibt ein elektronisches Bestiarium, das werden wir uns auch noch zusammen angucken. Das wird interessant. Da gibt es jetzt alle Wesen, zum Beispiel, ja, für Spieler, die Beschreibungen einer Vielzahl an Tierarten und gerne auch 10 verschiedene Hunderasse haben möchten, gibt es als Zusatzmaterial das elektronische Bestiarium. Jetzt gerade bei Hunden, die gerne Begleittiere sind von Gruppen, macht es natürlich Sinn, ein paar mehr Hunde zu haben. Ne? Hätte man auch hier schon reinnehmen können. Aber es ist im elektronischen Bestiarium. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon online ist, aber es soll, so wie es hier steht, soll es kommen. Alphabetische Reihenfolge
Und es sind alle, warte mal, es enthält in alphabetischer Reihenfolge alle Wesen, die dieser Printversion und eine Vielzahl von Kreaturen aus der vorhergehenden Regelausgabe. Also wir sehen auch am Ende vom Buch, da ist ein Kreaturenindex drin mit allen Wesen, die es gibt und auch denen, die in der elektronischen Version drin sind. Das heißt, wir haben das hier auf jeden Fall in einem Buch drin und ich weiß, wo es steht. Ich weiß, wo ich es finden kann. Ganz einfach hinten im Kreaturenindex gucken wir uns dann in Ruhe an. Des Weiteren gibt es noch eine Excel-Tabelle, wo man nach Grad, Gefährlichkeit oder Lebensraum sortieren kann. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das sind wirklich sinnvolle elektronische Begleitmittel. Finde ich sehr gut. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. So. Jetzt kommt noch was, dass die Monster und Kreaturen, die im Kodex schon drin sind, hier auch nicht mehr drin sind. Das ist hier auch ein Teil der Wesen, auch nur ein Teil der Wesen. Des Basis-Bestiariums im Kodex werden in diesem Band nicht noch einmal abgedruckt. Ein Teil. Ein Teil. Weil es dann wieder zu dick geworden wäre und so weiter. Also wir werden sehen, was das zu so bedeuten hat. Was haben wir hier? Die Regeln des Bestiariums erhalten dazu eine Anleitung, wie man mit vertretbarem Aufwand zum Beispiel hochgradige Orks oder Kobolde erschaffen kann. Das habe ich auch schon gelesen, dass die Angehörigen von Völkern Midgards wie Menschen, die eine eigene Zivilisation aufgebaut haben, hier auch noch ein bisschen besser ausgefeilt werden können, ohne jetzt hier groß, also einen Charakter bauen zu müssen für eine Kreatur, ja. Weil das ist ja auch was für Spielleiter. Ich meine, Charakterbau dauert einen Moment und wenn man das nach. Wenn man das nach Buch macht, wenn man es einfach nur so aus dem Ärmel schüttelt, irgendwie dann nicht so. Genau. Eine Anleitung mit vertretbarem Aufwand. Jo, läuft. So. Wichtig ist auch, dass diese. Hey, jetzt wird mein Hals aber trocken, du. Dass diese Gefährlichkeit drin ist wieder. Die ist hier nicht drin. Die wird vermutlich hier nur als Regel irgendwie drin sein. Im Vierer. Und im Fünfer gibt es diesen GF-Wert wieder. Da bin ich auch echt gespannt und werde es mal versuchen auszurechnen oder zu benutzen. Werden wir noch dazu kommen. Da freue ich mich schon drauf. So. Was ist jetzt drin? Also es geht los von Tieren und Fabelwesen, was man alles so erleben kann. Was Tiere für verschiedene Schadensbonis haben, Kraftakte, Konstitution, Gifttoleranz, Rüstung, Lebenspunkte und so weiter. Fortbewegung, die ist ja bei Tieren, bei besonderen Wesen anders unter Umständen. Ja? Gibt hier Tabellen für durchschnittliche Bewegungsweiten und ja, ganz wichtig. Ganz wichtige Dinge. Und jetzt kommen halt solche Sachen, die dann halt natürlich separat wieder geregelt werden müssen, wie Krankheiten und Vergiftungen bei verschiedensten Wesen, oder Empfindlichkeiten. Ja? Welche die Kreaturen sind feuerempfindlich? Übrigens ein sehr schönes Bild. Das erinnert mich total an Dark Souls. Das ist ein richtiges Dark Souls-Bild. Irgendwie sehr geil. Kaltes Eisenschock und so weiter. Ja, das sind also diese typischen Sachen, welche Wesen sind gegen was empfindlich und so weiter. Wird sich nicht so viel geändert haben. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich das Brot, wie sagen wir, Brot- und Buttergeschäft von Midgard schon jeher. Dementsprechend wird sich da nicht viel geändert haben. Gefährlichkeit im Spiel, das ist es, dieser GF-Wert, den kenne ich schon, der sagt mir was. Ich glaube, der ist im Bestiarium und im Alten nicht abgedruckt, aber den gab es auch schon vorher, die Regel, oder die war im Kodex drin. Das ist hier dieser Standardwert, das finde ich ganz interessant. Genau, im Kodex, Seite 149. Habe ich aber bis jetzt noch nie benutzt. Das ist schon interessant, vor allem steht dann hier auch nochmal dabei,
was, wie der sich so ungefähr ausdeutet, damit man auch den als Spielleiter einsetzen kann, dass ich sagen kann, ich erfinde selbst eine Kreatur und kann das anhand der Gefährlichkeit so ein bisschen abschätzen. Ich bin jetzt in der Situation, ich erschaffe gerade ein ganzes Volk und dann, das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber und da kann ich ein bisschen einschätzen, ne, ob die zu schwach oder zu stark sind. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, Wesen, die im Nahkampf nur einen Angriff mit normaler Schaden, 1W6 plus oder minus 1, ohne weitere Nebeneffekte wie Gift haben oder magischer Schaden oder Feuerschaden oder was auch immer, ja, haben einen Gefährlichkeitswert von Grad plus 3. So, das bedeutet, ich stelle jetzt einfach gegenüber, ich habe einen Abenteurer, der ist Grad 4. Der bekommt auch einen Grad plus 3. Das heißt, der hat 7. Das heißt, ich muss dann auch gucken, wie dieses Monster, ja, also das ergibt dann diesen Gefährlichkeitswert und ich muss dann gucken, dass ich ein Monster finde, das ihm ebenbürtig ist. Ja? Ein Wolf, der hat dann halt nur Grad 2 oder Gefährlichkeit 4 und der Held hat Gefährlichkeit 7 und dann ist es halt, wissen wir, okay, das wird wahrscheinlich sehr gut ausgehen, ne, für den Helden. Aber das auf den einzelnen Helden funktioniert das ja nicht so gut. Eher so auf die ganze Gruppe so, ne? Das wird man auch noch, wir haben auch noch ein Beispiel, das fand ich ganz schön. Also es ist so, wieder mathematische Formeln. Summe Gegnergefährlichkeit muss gleich oder leicht größer, leicht etwas größer, weil die Gegnergefährlichkeit ist immer ein bisschen geringer als die der Helden, weil die haben ja noch Zauber und dies und das und jenes, muss kleiner oder leicht größer sein als die Summe Spieler. Und das ist dann ermittelt aus Grad plus 3. So, und jetzt haben wir dieses schöne Beispiel. Das fand ich ganz nett. Wir haben einen Krieger, Grad 3, Magier und Heiler, Grad 4, Glücksritter, Grad 6. So, jetzt bekommt jeder von denen einfach plus 3. Dann ist es eine Gesamtsumme von 29. So, und jetzt haben wir einen Oger. Ein Oger hat eine Gefährlichkeit von 15. Ja, das ist. Und das heißt, ich kann halt meiner Gruppe, die so eine Wert hat von 29 Gefährlichkeit, kann ich halt einen Oger von 3, also kann ich zwei Oger von 30, zwei Oger entgegenstellen, die dann zusammen 30 haben. Ja. Super einfach, denn diese Werte sind auch hier natürlich bei den in den Boxen hinterlegt. Ja, hier ist eine Harpie, Grad 3. Ja, das heißt, die ist Grad 6. Ja. Also die Gefährlichkeit hat die 6. Also es wird auch hier nicht aufgedruckt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das auch im alten M4-Bestiarium drin war, mir aber nie aufgefallen ist. Ja, diese Harpie ist Grad 3, hat Gefährlichkeit dadurch 6. Und ich könnte dann schauen, wie viele ich jetzt für eine Gruppe aufbauen muss, um gleich oder ein bisschen stärker zu sein. Finde ich super. Ja? Hier haben wir dann noch diese Werte für erfahren, legendär und HS, weiß ich nicht. Also das sind diese drei Stufen der Schwierigkeit, in der diese Monster stattfinden können. Das heißt, die bekommen noch mal, die werden noch mal größer und da dann auch der Gefahrenwert, wie viel das dann steigt, ne? Also 9, 17 und 24, dann hat dann eine Harpie eine Gefährlichkeit von 24 auf legendär. Und das ist dann so eine legendäre Gruppe so. Ich weiß, es ist nicht sonderlich kompliziert. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen zu langatmig erklärt, aber es ist halt wirklich auch super einfach, Leute. Es ist wirklich super einfach. Aber es ist cool, ja, gefällt mir sehr gut und ich werde auch mal anfangen, damit zu arbeiten und vielleicht auch nochmal hier in der Runenklinge, die ich gerade leite, mal einen Kampf mit der Gefährlichkeit mir nochmal angucken,
und dann um zu sehen, ob das eigentlich zu stark war für meine Gruppe. So, ihr wisst jetzt, was auf jeden Fall alles hier drin vorkommt, und wir gucken es uns dann noch weiter in Ruhe an. Für alle, die wenig Zeit haben, sind wir jetzt durch. Aber was noch alles drin ist, gucken wir uns halt jetzt noch in Ruhe an. Aber dann morgen in der nächsten Folge, ne? Wir machen hier eine kurze Pause und ich blätter weiter im Bestiarium. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao.